Ich weiß, hier ist einfach jeder, der mich bloß. Der mir bloß hinterher rennt, ein Pfosten. Aber weißt du, die laufen einem auch so hinterher wie ein Entchen seiner Mutter. Aber wenn das Entchen seiner Mutter hinterher rennt, ist dann will es Schutz oder fressen oder sonst irgendwas. Wenn die einem hinterher rennen, schlagen, schlagen. Und das macht einfach keinen Sinn. Ich renne doch auf dem Pausenhof auch nicht dummen Kindern hinterher und schreie schlagen, schlagen. Ja, da dürft ihr euch sicher sein. Und wenn jetzt Senshi kommt, nein, er ist nicht auf meiner Schule. Er ist auch weit weg davon. Wir wohnen 400 Kilometer auseinander. Das heißt, wenn wir auf der gleichen Schule wären, das wäre ein bisschen merkwürdig. Oh, wir sind schon bei Zapdos. Naja, wir sind zurück. Komm her! Ah! Wie auf der Zurückgabe, das Ergebnis wird stets das gleiche sein. Na, da bin ich mir diesmal nicht so sicher. Macht euch keine Hoffnungen auf den Sieg! Ja, aber wir haben Belebersamen und du nicht. Macht euch bereit! So, er macht einen Fehler. Und den nutze ich jetzt eiskalt aus. Wechsel. 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 Was mache ich da? Und der fällt rein. Wechsel. 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 Zuallererst den hier. Die Zeit muss ich nutzen. Was mache ich da? Krankenhieb. Zack! Das ist nicht sehr effektiv. Scheiße, er ist nicht mehr vernarrt. Wechsel, wechsel, wechsel. Und selber haue ich einen Tackle rein. Du dämlicher Pfosten! Krankenhieb. Nochmal. Ja, ich hab das doch gefixt. Ja, geht doch. Alter, wie viel auch im Textprotokoll steht, ne? Dafür defixe ich das jetzt erstmal. Und hau ihm noch ein Giftpuder rein. Egelsamen hat nachgelassen. Nein, Arm. Na, das war der erste Belebersamen. Erstmal Wechsel, 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 Wechsel. Sehr gut, Hydropi. Wechsel, 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 Wechsel. Das läuft eigentlich relativ gut. Yeah! Ey! Mit einer Mega-Ausrüstung. Level 18 noch. Big Boss! Plus 3, plus 2, plus 1, plus 2, plus 1. Und Hydropia hält noch ein paar EP. Was geschieht hier? Oh, er explodiert gleich. Willst du noch mehr? Komm her! Genug! Der Kampf hat lange genug gedauert. Strategische Meisterleistung. Ich habe mich beruhigt. Nehmt den Gullis mit. Ihr Kinder hat mich beeindruckt. Aber das nächste Mal wird es nicht so einfach werden. Ich werde mich da nicht mehr zurückhalten. Dazu seid gewappnet.
Das stimmt, er hat kaum Attacken eingesetzt. Nur zweimal den Schnabel und... Ich weiß gar nicht, Donnerwelle auch noch? Oder Donnerschock? Bis dahin solltet ihr an euren Fähigkeiten arbeiten und trainieren. Na. Oh, hi. Seht mal, da ist Tenkulist. Und die Tropik rastet natürlich voll aus. Bist du in Ordnung? Ja doch. So einigermaßen. Ich bin froh, dass du in Sicherheit bist. Es war spektakulär, dass ihr Zapdos vertrieben habt. Jawohl. Jawohl. Für ein schlichtes Bisasam bist du äußerst stark. Ich habe es bereits bei unserer ersten Gegner gespürt. Vielleicht, du bist kein Pokémon, ist das nicht so? Wow! Wie kommst du darauf? Aber du hast recht. Neon ist kein Pokémon. Er ist ein Leon. Neon ist ein Mensch. Ein Mensch? Ist das möglich? Kann sowas überhaupt passieren? Neon kann das sich auch nicht erklären. Neon machte eines Morgens das Pokémon auf. Morgens schreibt man da übrigens groß in dem Fall. Und erinnert sich überhaupt nicht mehr daran, wie es als Mensch war. Oh, warte mal. Ambrero hat damals am Pokémon-Platz etwas erwähnt. Er sagte, Simsala wüsste alles. Simsala, hast du eine Ahnung, warum Neon zu einem Pokémon wurde? Gegenfrage, habe ich überhaupt mal mit Tenkulist geredet? Tenkulist. Der Ombrero? Nein. Das ist mir nicht bekannt. Oh, ich dachte, du würdest es wissen. Jedoch, es gibt einen Weg, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Oh ja! Welche denn? Begebt euch auf die Reise zum Berg der Vorzeit. Dort lebt ein Pokémon, das stets in den Himmel winkt. Ein Pokémon, von dem es heißt, es könne in die Zukunft sehen. Xatu ist sein Name. Er sollte Licht in die Angelegenheit deines rätselhaften Freundes bringen können. In Ordnung, lass uns zu Xatu gehen. Schade eigentlich, dass es so ein Wesen nicht in... Also Wesen wie Xatu nicht in echt gibt, weil ich kann euch versprechen, der hat wirklich eine Ahnung. Und so einen bräuchte ich mal, weil... Baum. Nein, weil... Und meine Person ist es leicht komisch. Es passieren irgendwie immer komische Dinge und so und ja... Ja gut, jeder hat ein komisches Leben, aber meins ist manchmal doch ein bisschen richtig komisch und so. Ach, egal. Ich labe jetzt nicht so viel von meinem Privatleben. Gehen wir, Neon, auf zum Berg der Vorzeit. Wir haben keine Zeit zu verlieren, lass uns schnell zurückkehren. Oh, in einem Moment, da haben aber alle Pokémon Level 50 und aufwärts. Da musst du trainieren, hart trainieren. Das ist der harte Training, alla Giovanni Trapattoni. Nein, Spaß. Giovanni Trapattoni als Trainer, das wär's jetzt noch. Tenkulist, komm, beeilen wir uns. Ja, ich schätze, das sollten wir tun. Neon. Steh ja nicht so rum. Lass uns nach Hause gehen. Ach nee, hier gefällt's mir so. Lauter Blitze und so. Zack, erschlag. So viel dazu. Simsala, ich kenne dich jetzt lange genug. Das war doch nicht alles. Du weißt mehr darüber, nicht wahr? Es gibt etwas, was mich beunruhigt. Doch im Augenblick wollen wir davon schweigen. Um ihretwillen. Möchtest du dein Abenteuer speichern? 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 Fehlgeschlagen. Am nächsten Morgen. Neon, Xatu ist vor der Haustür. Nein, Spaß. Was am nächsten Morgen denn so genau los ist, seht ihr dann im nächsten Part von Pokémon Mystery Dungeon in der nächsten Session wohl auch. Damit sage ich für heute erstmal Tschüss und see you!